Wenn man die Leute sieht, dass sie lauthals schreien und wirklich etwas probieren mitzuteilen, dass sie auch ein Problem haben, sie gehen nicht einfach so auf die Straße. Jede Gruppierung, jeder Mensch hat echt das Recht, im Rahmen dieser Bewilligung, der gesetzlichen Auflagen, können zu demonstrieren. Wir haben das Demonstrationsrecht, Demonstrationsfreiheit. Und dann gehört es mit zu meiner Aufgabe, das eben zu ermöglichen. Wenn man sich versammeln will, das kann man nicht daheim stoppen. Alles, was im Rahmen von mehr als 20 ist, braucht man den öffentlichen Raum. Die Polizei erlebt den öffentlichen Raum. Wir erleben ihn als sehr schnelllebig und veränderbar. Die richtigen Vertreter im Rücken, der findet er halt einfach den Weg auf den Bundesplatz, ohne dass wir es hätten wollen. Wenn du etwas aussagen und auch allen bekannt machen willst, dass das, was du sagen willst, wichtig ist, dann musst du manchmal auch zu drastischen Mitteln greifen. Ja.